Hallo, ich bin Sönlein B. Ich muss nicht alles gut finden und ihr müsst nicht alles glauben. Wir reden heute über War for the Planet of the Apes, Planet der Affen Survival. Es ist der dritte Teil in der neuen Planet der Affen-Reihe. Regie zum zweiten Mal Matt Reeves und wieder mal in der Hauptrolle als Caesar Andy fucking Serkis. Fußballgott, Schauspielgott. Andy Serkis ist so unfassbar gut, ihr werdet es schon gehört haben. Die Gerüchte sind wahr. Der Film ist unfassbar gut geworden. Ich bezeichne ihn als Meisterwerk. Tatsächlich. Ist der dritte Teil, ist der beste der Serie für mich persönlich. Er ist unfassbar spannend, wahnsinnig gut inszeniert, wahnsinnig gut gespielt, die Charaktere sind toll. Er ist sehr bleak, wie die Amerikaner sagen, also ganz schön trist. Lustig ist es nicht, also wirklich nicht. Es ist auch kein Musical, die Affen singen nicht so viel, wie man es vielleicht erwarten sollte. Natürlich gibt es auch sowas wie Comic Relief, muss in diesem Fall auch sein, weil sonst würde man die ganze Zeit nur rumheulen und sagen, es ist alles so furchtbar, die armen Affen. Es gibt Comic Relief in Form von Bad Ape. Großartige Szenen, als er das erste Mal auftritt, der ist wirklich, wirklich toll. Muss man die anderen Teile gesehen haben, um den zu verstehen? Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, beim dritten Teil, also wer jetzt die ersten beiden immer noch nicht gesehen hat, es tut mir leid. Also euch ist vielleicht auch nicht mehr zu helfen, nicht mehr so richtig. Ich habe irgendwo im Internet gelesen oder in den Kommentaren, jemand hat geschrieben, man sollte die Kategorie einführen, Motion Capture Oscar, und dann könnte Andy Serkis ihn bis an sein Lebensende jedes Jahr bekommen. Zu Recht. Was gibt's Negatives zu sagen? Ich würde sagen, ein, zwei Szenen im Film sind vielleicht etwas zu lang geraten. Pacing-Probleme. Keine Szene rausnehmen, auf gar keinen Fall. Alle Szenen sind großartig, aber es gibt die ein oder andere Expositionsszene, die vielleicht doch ein, zwei Minuten zu lang geraten ist. Und da könnte man so ein bisschen, aber muss man auch nicht. Also vergesst, was ich gesagt habe. Unbedingt angucken, muss gar nicht in 3D sein. Klar, wer drauf steht, macht das ruhig. Da gibt es auch ein paar schöne 3D-Szenen in dem Film. Die machen auch durchaus Spaß und vielleicht auch Sinn, wenn man in 3D-Gefilden denkt. Aber muss nicht sein. IMAX, toll. Ne? Also großer Bildschirm, so groß wie möglich. Unbedingt große, größere Leinwand halt reinziehen und hinsetzen. Und dann wünsche ich euch viel Glück, dass ihr in einer guten Vorstellung seid, in der nicht ein paar Affen sitzen, wie bei der einen Vorführung. Also da war ein Typ neben mir, der fand es unbedingt lustig, immer zu seiner Freundin zu machen. Was für ein Affe. Also, Planet der Affen Survival, sobald er im Kino ist. Warum eigentlich Planet der Affen Survival? Das ist echt schade, echt verschenkt. Der erste Teil, Prevolution, der zweite Teil Revolution und der dritte Teil Survival. Da hätte man doch Evolution nehmen können, oder? Evolution, das wäre doch schön gewesen. Schade, verschenkt, egal. Also, Wertung. Okay, Wertung. Ich habe Mist, okay, gut, super und brillant. Ratet mal. Planet der Affen Survival, War for the Planet of the Apes. Brillant. Auf jeden Fall gucken. Ich bin Sönlein B. Ich muss nicht alles gut finden und ihr müsst nicht alles glauben. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino.